Herzlich willkommen zur 69. Folge Simutrans mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Und immer noch geprustet oder schon eine geile blendende Idee? Ich habe schon eine geile Blendenidee. Ich weiß bloß noch nicht, ob sie die so geil war, die ich hatte in der letzten Folge. Das wird sich feststellen Okay, das irgendwann. heißt, du hast eine geile blendende Idee, aber kein Geld, um diese geile blendende Idee umzusetzen. Die geile Blendenidee hatte ich schon immer, aber das Geld hatte ich hier auch noch nie. Das ist richtig. Es geht mir ungefähr genauso. Ja. Ja, gut, dass das jetzt natürlich wirklich so eine Extremindustrie gespawnt ist, das ist natürlich. Klar, es kostet jetzt halt erstmal richtig Kohle. Aber wenn das Ding erstmal läuft. Also, wie Bin ich gesagt, ich pleite. Ja gut, Also. aber das holst du eigentlich relativ schnell wieder rein. Also ich bin der Meinung, so um die, ups, um die 5 Millionen wirst du dann liegen. Minimum im Betriebsgewinn. Ist jetzt zumindest meine grobe Schätzung. Ich weiß nicht, Dann. wenn irgendwer anderer Meinung ist, kann das ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, aber Oder ich beeil mich ich. jetzt einfach, wir finden diese Folge raus, weißt du, einen auf den. Ah, ja gut. Vor allem, weil der Verpackungsmaterial kurz hier noch fehlt. Und der braucht ja noch eine ganze Ewigkeit, bis der dann kommt. Und das ist das größte Problem, was ich sehe. Das heißt, du kannst zwar jetzt vielleicht 2 Jahre Geld verdienen. Aber wenn in der Zeit der Verpackungsfuzzi nicht kommt, dann ist das massiv schlecht. Das habe ich nämlich im Moment gerade im Singleplayer. Da habe ich die Werften, wo ich halt Textilien und Holz hinbringe oder gebracht habe. Und jetzt brauche ich da aber noch Stahl. Und das Ding ist alles komplett vollgelaufen und die Stahlindustrie spawnt einfach nicht. Klingt spaßig. Ja, das ist richtig mies. Aber kannst du nichts dran ändern, ne? Muss man leider Gottes das Beste draus machen. So, welche waren das jetzt hier? Beidseitiger? Nein, es gab doch hier. Den habe ich jetzt. Den, nee, Bahnsteig mit Treppenabgang. Doch, Bahnsteig mit Treppenabgang war das. Ich verstehe nicht, warum die immer alle da reinfahren. Aber gut, sollen sie machen. 2000. Das. So, ha. Scheißendreck. Wenn ich die alle jetzt über den Hauptbahnhof fahren lasse. Oder ich mache es wie Felix und lasse die alle über den Personenübergabebahnhof fahren. Aber ich glaube, dann rastet der da richtig aus. Glaube, so viele Züge kriege ich auch gar nicht mehr auf die Hauptlinie drauf. Kommt denn ihr her?
Ich muss aber irgendwie jetzt hier. Das sieht zwar scheiße aus, aber anders geht es nicht. Das geht echt nicht. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, ja, Felix, Was denn? dadurch, dass du mir jetzt so dermaßen da wegrennen wirst, müsste ich ja eigentlich theoretisch jetzt meine Getreidehöfe selbstständig anschließen. Oh, die ganz scheiße. Richtig scheiße. Quatsch, Schiff sind der günstige Züge. Außerdem habe ich auch schon wieder mehr als genug die nächsten Jahre. Das heißt, ich muss da was hinbringen. Ich muss da was hinbringen. Ich muss da was hinbringen. Da was hinbringen. Da was hinbringen. Da, mehr Industrie habe ich gar nicht, ne? Den, 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 den. Ne, mehr habe ich gar nicht. Ha! Perfekt. Aber man merkt mir das gerade, dass ich mich versuche, die ganze Zeit schon wieder Umbau von Wildberg von Facher zu drücken. Ja, man merkt's. Wie kommt das nur? Oh, so die falsche Liste. Luca ist auch die Stadt, die am stärksten. Ja, Wildberg ist auch so. Wildberg wächst auch so stark. Ah. Wildberg wächst nämlich schon mittlerweile aus meinem Einzugsbereich raus. Das heißt, ich muss es irgendwann in den nächsten 25 Folgen Na dann. aufbauen. Nicht die ganze Zeit darüber fahren müssen. Und das irgendwie hinbekommen.
Nein, das kann nicht wahr sein. Fahrt so dermaßen minus und du fährst auch so dermaßen minus. Erste Klosterbrauerei. Massiv im Minus angeblich. Aber es sind alle in den schwarzen Zahlen. Verstehe ich nicht. Eierbäcker. Oh. Es tut weh. Aber ich würde sagen, Würde ich sagen. wir gucken mal, wo der Felix hier rumeiert. Ah, Sägewerk hat er angeschlossen. Fährt mit dem Sägewerk. Keine Ahnung wohin. Ach, hier hoch. Zum Wald 1. Umgekehrt. Er bringt Holz zum Sägewerk und fährt damit dann zur Haushaltswarenfabrik. Mit den Brettern. Da sind doch noch null. Achso, das ist wahrscheinlich gerade erst in Betrieb gegangen, oder? Und selbst wenn, sind die nicht so schnell, ja. Das heißt, das ist jetzt der erste Zug, der hier was anbringt. Boah, ja, stimmt, das sind ja die 65er. Diese scheiß Ruhmdinger. Aber Hauptsache schon Strom dran. Ich habe auch an den Waldstrom rangesetzt, das ist viel witziger an der ganzen Geschichte. Ach, du hast Elektrokettensägen oder was? Nee, direkt Holz vom Roder. Das ist ganz autonom heute. Ach so, aha. Ja. Eventuell habe ich auch einfach nur verplant, dass es ein Wald ist und das irgendwie unlogisch wäre, wenn man das so steuern könnte, aber das ist egal. Was baust du jetzt gerade auf? Oder was, wo baust du jetzt gerade? Stahl unter Neustrelitz. Ach, da baut er gerade. Wollen wir in die Finanzen reingucken? Das Traurige ist, Felix ist gerade mal 1 Million schlimmer dran als ich. Ja, ist klar, Alter. 2000 Personen in deinem scheiß Getreidebahnhof, Erinnere mich nicht auch noch daran, dass ich das auch noch machen darf. Ah, 2000 Personen. Im Getreidebahnhof. Und 4.500 Post im Getreidebahnhof. Ja, 5.000 Personen im Personenübergabebahnhof. Eieieiei. Was für 5000 Personen im Personenübergabebahnhof? Da musst du einfach schnell nachgucken. Moment, wann ist das denn passiert? Glaube, der 5.000 für mich drin. Da wäre, glaube ich, nicht so ruhig geblieben, ne? Schon mal 5000 drin. Ich habe jetzt schon mal den dritten Zug, damit ich ganz scheiß abbauen kann. Katastrophe. Ach, verdammt. Die Schafel ist ja auch hier oben. Da war ja was. Stimmt. Fahre ich damit Elektro oder fahre ich damit Dampf? Muss jetzt mal zählen. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Wo bist du denn? Ini löschen. Wo bist du? Ach so, du hängst in deinem Zug fest. Aber ja. Aber ich habe es mittlerweile geschafft, meine 40.000 landwirtschaftliche Güter in dem Bahnhof da auf 30.000 abzubauen. Oh. Immerhin. Ja, da geht halt nur 330 rein. Das ist echt übel. Ja, bis die dann endlich mal wieder anfangen, was zu bestellen. Das ist wahrscheinlich auch irgendwann Weihnachten. Obwohl, nee, erstmal kommt Ostern. Könnte vielleicht noch klappen. 546 Arbeiter aus Neustrelitz, bitte. Ich will nicht mehr. Das scheiß Stahlding braucht ja auch noch Kohle, deshalb sind ja noch mehr Kohle gespawnt. Das heißt, ich darf das neue, eins der neuen Kohle-Dinger doch anschließen. Ich hätte, wie gesagt, das unten rechts genommen beim Sägewehr. Es ist aber nur eins drin, ich muss gleich mal gucken, welches das ist. Wie gesagt, ist nur eins drin. Ja, das andere geht zu einer anderen Stahlfabrik. Ich habe ja zwei gespawnt. Und für mich ist die, die zum Glück nah dran ist. Also die bei Wald 1 direkt daneben. Hast du aber Schwein gehabt. Ich weiß gar nicht, wo das andere Ding gespawnt ist, um ehrlich zu sein. Den Pimmel wollte ich eigentlich nicht bauen. Hefe. Ach so, dann. Mir sagt man nicht. Coming. Wenn du eine Rakete haben möchtest oder hast, aus Versehen, dann musst du pink sein. Linien nennen wir einfach, das sind Arbeiterlinien. Angst. Herstellung C. Arbeiter. Kohlekraftwerk. Bauernbildfacher. Welcher Bauernhof war das eigentlich? Dann müssten wir mal gleich das Ding mal umbenennen. Nee, wie heißt denn das so? Wie heißt denn so eine Zuckerrübenfabrik? Okay, das ist super, super einfach. Ganz einfach. Wildberg Obstbauer, Schildach Hopfenbauer Betriebshof. Schildach Hopfenbauer hört sich gut an, aber der Betriebshof ist scheiße. Arbeiter.
Obstbauer Wildberg. Was habe ich da denn für ein komisches Zeichen reingemacht? Heißen die Hopfenanbauergeräte, heißen die wirklich Hopfenbauer? Möglich. Was? Sogar dann zu weinen. Auch. Okay. Dann ist ja gut. Bitte nicht so laut. Sonst fühlst du dich schlecht, oder wie? Ich fühle mich nicht schlecht. Preußischer? Ne, den haben wir genommen. Okay, dann fahren wir die Arbeitszüge los. Okay, nur Arbeiter hingeliefert. Puff, 10 Millionen. Du hast Ich Probleme, ey. hab gleich die 50 Millionen voll. Sich Leute zum Getreidehof 1. Aha. Ich glaube, es ist meiner. Meinst du? Eigentlich müsste aber Felix noch vorstehen vor dem Getreidehof, aber vielleicht habe ich es auch vergessen. Nö, Ja, eigentlich steht Felix davor. Aber es ist die Haltestelle halt. Richtig. Das große Problem wird halt nur sein, wenn ich jetzt, wenn dann irgendwann mal das Getreide leer ist. Was ist dann? Kommen meine Personenzüge da nicht mehr rein. Das wäre höchst unangenehm. Heißt, du baust jetzt auf 14-gleisig aus, oder wie? Müsste tatsächlich mal gucken, warte mal, wie viele Züge hier drauf. Ach so, nee, das ist die Schiffslinie. Okay. Ich wollte gerade sagen, 20 Züge. So, da fahren 5 Züge drauf. Da fahren 4 Züge drauf. Sind 9 Züge. Das war die gleiche Linie. 4 Züge, 9 Züge. 14 Züge. 15 Züge fahren jetzt drauf. 2, 4, 6. Das müsste eigentlich passen, da müsste eigentlich immer irgendwas dastehen. Hoffe ich doch mal. Aber die Kohlezüge, die fahren, Quatsch, die Kohlezüge, die Kohleschiffe, die fahren echt regelmäßig, ne? Zumindest so ein bisschen was. Obwohl, die Linie macht echt 70.000 Gewinn. So, jetzt kommt die viel witzigere Sache. Welchen Schrottplatz? Oh.
Wie sieht der Du Schrottplatz hast überhaupt bloß. aus? Ja, ich habe 5 Stück. Du hast 3 Stück. Ne, 3 kann ich anschließen, ja. Oder 3 kann ich nutzen, aber insgesamt gibt es 5 bei mir immer auf meiner Seite. Der Schrottplatz sieht sehr interessant aus. Wenn du in Luca bist, Luca, ja. genau an deinem Obelisken in der Stadtmitte, zwischen dem Obelisken und der Kirche. Achso, das ist der Schrottplatz, okay, ja. Das aussieht wie so ein Containerhafen. Ja. Oder direkt Luca am Hauptbahnhof. Ja, das wusste ich, dass da irgendwo noch ein zweiter steht, aber. So, da ist noch einer. Oder Leonberg Grundkurs Halt 2, direkt daneben. Wie besoffen steht denn das Teil in Luca, das zweite? Ist ja noch besoffener, ey. Aber wie viel produziert denn das Ding, wenn da so viele von spawnen? Es geht aber 464. 464, wenn du 2000. Oh, ich glaube, du musst sogar tatsächlich 2 anschließen. Ja, die Frage ist nämlich jetzt beide aus Luca. Die Frage ist bloß, wie verbinde ich die, sobald wieder auseinander sind. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich meinen Luca Hauptbahnhof einen Mischbahnhof mache, ne? Aber dann habe ich halt wieder ganz viel Spaß. Dann müsste ich eigentlich aus der anderen Seite irgendwie rausfahren oder so ein Kack. Oh. Was ist, was zählt denn Schrott? Als Shit, glaube ich. Ja. Shit gut. Ja. Ja, gut, das ist noch natürlich optimal. Weil Shit gut kriegst du eigentlich relativ schnell relativ viel weg. Aber ich weiß nicht, ob ich meinen Hauptbahnhof halt misch machen will bei Luca. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich das Scheißzeug generell anschließen will. Luca Mischzug machen, dann würde ich den aber den Hauptbahnhof wahrscheinlich was zum Beispiel jetzt, ich würde mir überlegen, was ich wo mache. Ich würde nicht beides oben machen, weil dann würde das Ding wahrscheinlich relativ schnell überlaufen. Ich würde wahrscheinlich oben Passagiere und unten drunter Ja. Dings machen. Weil du weißt halt nie, was noch alles dazu kommt. Weil das, was du jetzt in dem Werk siehst, die von der Stadtgröße, fünffache, sechsfache, siebenfache. Und dann hast du nicht nur eine Industrie in der Stadt drin, sondern hast du 20, 25 Industrien in der Stadt drin. Das Problem ist halt, dass das eine Teil so weit, die so scheiße gespawnt sind, so, die sind nicht mitten in der Stadt, sondern halt am Stadtrand, so. Die zwei, das eine bei Luca und das eine in Leonberg. Das andere in Luca in der Mitte ist super geil gespawnt, da kann ich super easy unten drunter dran. Und der in Rain ist auch super geil mittig gespawnt. Ich weiß gar nicht, wo ist denn der fünfte? Luca. Luca. Rain. Leonberg. Ach, der letzte ist Neustrelitz. Der ist aber auch gut gespawnt, aber das ist nur ein kleiner Schrottplatz, der macht 30% weniger. Rain ist auch nur ein kleiner. Also in Luca sind tatsächlich bei den Großen. Mit 420 und 460. Dann würde ich wahrscheinlich auch bevorzugt die nehmen. Machen aber alle fast gleich viel. Naja gut, du musst bedenken, wenn dann Passagiere dazu kommt, Post dazu kommt und Strom dazu kommt, dann ist das schon ein Unterschied von 300, 400 Stück. Aber ich weiß nicht, wie ich den zweiten anschließen soll am besten, weil der so scheiße liegt von der Position her. Der ist so übertriebenst weit weg von dem anderen.
Das ist natürlich dann halt auch blöd. Ich meine, der eine ist mittig und der andere ist locker 15 bis 20 weiter nach links. Aber ich habe eine Idee, wie ich das mache. Wie machst du das denn? Ja, mit deinem Trick. Ich mache einfach dann halt einen recht weiten Weg nach links, mache dann halt Haltestellen vom Zug bis nach da hinten hin, setze dann ganz hinten eine einzelne oder sowas hin, die ich nicht anfahren werde, die ich dann aber halt sozusagen gelinkt habe mit der anderen. Das wird sehr interessant werden. Warum? Ist dann bei der anderen kein Bahnhof in der Nähe? Theoretisch gesehen Lücke Hauptbahnhof halt, ne? So, das heißt, wenn du da vorne das machst, dann wird das automatisch zu einem Lücker Hauptbahnhof und dann hast du das Zeug am Lücker Hauptbahnhof. Das heißt, der Trick funktioniert in den Städten leider nicht. Dann lasse ich die Haltestelle halt stehen. Ich muss ja nicht den ganzen Strang ausbauen. Ich kann ja eine einzelne Haltestelle hinsetzen. Ja, aber wie gesagt, die wird dann zum Lücker Hauptbahnhof. Du musst den ganzen Strang dann stehen lassen. Habe ich doch gerade gesagt, dass ich dann den ganzen Strang stehen lasse. Ich muss ja aber nicht 15 Haltestellenlänge da dauerhaft machen. Es reicht ja eine einzelne, solange die Verbindung bleibt. Darfst du natürlich, dann musst du es aber auch so bauen, dass du nicht in Berührung kommst mit den ganzen Duckerstrang-Halt-Dingern. Ansonsten verbinden sich die damit. Deswegen sage ich ja, es ist halt dieser Trick in den Städten echt verdammt schwierig umzusetzen. Habe ich ja schon einmal umgesetzt. Zwar nicht mit einer Riesenlücke, aber trotzdem. Sagen wir mal so, theoretisch könnte man so die ganze Stadt abdecken, ne? Richtig. Aber das wäre auch scheiße. Das wäre zu einfach. Naja, aber Super es ist kompliziert, ja. aktuell kostenmäßig die einzige Möglichkeit. Ich habe keine Lust für einen 25-gleisigen Bahnhof unter meiner Stadt 700 Millionen zu bezahlen, so was ich absolut nicht wieder rausbekommen werde. Na Finanziell. gut. Alternative wäre, Mein Hauptbahnhof mitzunutzen. Das ist die den einzige Hauptbahnhof Alternative. mitzunutzen oder halt eine Kurzstrecke zu machen vom Lücker von da vorne, um das Ding Schrott einfach mit einem kleinen Zug von da nach da rüber zu karren. Oder mit LKWs. Aber das Problem ist halt, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir halt nichts. Für, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt, was weiß ich, 20 Jahre weiter wäre, würde ich da eine LKW-Station hinsetzen, würde das Zeug darüber fahren, Sache ist erledigt. Weil dann hast du halt LKWs oder sowas, die sich auch, oder beziehungsweise die auch Sinn machen. Aber wenn du da jetzt anfängst, drei Schrott auf eine LKW zu packen, das macht keinen Sinn. Richtig. Was ist mit meinem Milchzug los? Nein, nicht dein Ernst, oder? Wie ist denn das jetzt zustande gekommen? Und warum, wo zum Geier ist mein Milchzug? Es fährt auf diesen Strecken durch die ganzen scheiß Getreidezüge, fährt auf den Strecken mittlerweile so viel, dass der mit auch im Stau steht. Ja, muss ich mir noch was einfallen lassen. Ganz gewaltig. Soll ich eine Ankündigung machen oder soll ich keine machen? Ich weiß ja nicht, was du ankündigen willst. Dass ich in der nächsten Folge Wildberg umbaue. Mach doch. Will ich aber nicht. Aber dann werde ich darauf hier festkommen, ich mache keine Ankündigung.
Aber deswegen sage ich jetzt trotzdem, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.